Hallo liebe Katzenfreunde, ich bin Kirsten Schulitz, ich bin Katzenhomöopathin und Psychologin und Autorin von Katzenratgebern. Heute geht es um Algen. So, Demonstration perfekt. Nur kleckert sie mir das gleich auf den Rechner. Algen für Katzen sind super gegen Zahnstein. Wenn eure Katze also leichten Zahnstein hat, nicht gleich zum Tierarzt und Narkose und Zahnstein weg, gebt eurer Katze ein paar Tage lang, wenn sie jetzt noch ins Bild kommen würde, würdet ihr sehen, dass sie die Algen wirklich isst. Gebt eurer Katze ein paar Tage lang ein bisschen Algen, ganz klein geschnitten und das Futter. Gucken wir, da kommt sie dichter. Besser geht's ja nicht, demonstrativ. Das reduziert den Zahnstein. Also gerade die Shani, die neigt dazu zu Zahnstein, obwohl sie noch eine junge Katze ist, die ist jetzt 7. Dann kriegt sie ein paar Tage lang ein und das Futter und dann ist wieder gut. Also super Tipp, Algen kauft man in der Regel getrocknet, die müsst ihr in ein bisschen Wasser ein bisschen einweichen lassen. Nehmt dafür gutes Wasser, also zum Beispiel gefiltertes Wasser oder Mineralwasser ohne Kohlensäure. Klein schneiden, ein bisschen unter das Futter mischen, Zahnstein geht weg. Jetzt gebe ich zu, nicht jede Katze wird das essen, aber versucht es einfach mal. Katzen, die nicht so mäkelig sind, kein Thema. Beginnt wie immer mit minimal erstmal und testet aus, ob die Katze das nimmt. Algen gegen Zahnstein, mein heutiger wirklicher super natürlicher Tipp für unsere Katzen. Ganz tolle Geschichte. Und mal so ganz nebenbei, wer von euch wie ich Veganer ist, Algen sind, so liest man, gehen wir jetzt mal davon aus, dass das stimmt, Algen sind das einzige, wo Vitamin B12, was Veganer ja angeblich sonst nicht kriegen, wo Vitamin B12 zum einen drin ist und der Körper das auch verwerten kann. Sonst, Vitamin B12 ist in so einigen Sachen drin, wird auch oft künstlich zugefügt, zum Beispiel in Cornflakes und so, aber da liest man, dass unser Körper das nicht verwerten kann. Viele Veganer fügen nun Vitamin B12 mit Pillchen zu, weil sie Angst haben, oh Gott, was alles passieren kann. Ich lebe auch noch, bin schon ganz, ganz lange Veganerin. Und dann ab und zu mal ein bisschen Algen, kann man sich super verfeinern mit Sesam, Paprika, Sojasauce ein bisschen austesten oder einfach ein Tickchen davon zum Salat dazu. Jetzt bin ich völlig abgeschwenkt vom Thema. Also Algen für Veganer und Algen aber auch für unsere Katzen gegen Zahnstein. Und es ist, Algen sind auch eine natürliche Sache für unsere Katzen, denn wenn Katzen in der Nähe von Gewässern in der Natur leben, werden sie dort Fisch fangen und essen. Und dieser Fisch hat sicherlich auch so ein paar Algen. Also es gehört schon alles zum Bereich natürliche Ernährung für unsere Katzen. Ich hoffe, das war jetzt super interessant für euch. Ich liebe solche natürlichen Geschichten. Einfach mal ausprobieren. Nicht enttäuscht sein, wenn die Katze das nun nicht mag. Dann ist es selber, auch wenn du keine Veganerin bist. Schnurr, schnurr, miau, eure Kirsten Schulitz.